Oh, heute habe ich mir einfallen lassen, das PC-Projekt von letzter Woche, von dem letzte Woche Video zu Ende bringen. Das heißt, wir haben ein Gehäuse da und bauen mal alles in das Gehäuse ein. Das ist ein etwas größeres Gehäuse. Wie gesagt, das wäre nur ein Start-PC. Das heißt, ein richtig gutes Mainboard, auf dem kann man alles erweitern. Und auch, wie gesagt, das Netzteil kann man dann später auch alles wechseln oder kann erstmal mit einer 1050 weitermachen. Je nachdem, ja, und alles in diesem Video. Also wie gesagt, ich nehme euch Schritt für Schritt mit, ja, auf meinem ganzen Weg, ja, unsere ganze Firmengeschichte, also egal was wir machen, alles hätte oder alles hat letztendlich dazu beigetragen, dass wir dann weiterkommen. Und in dem Fall ist es wirklich ein sehr gutes Gebrauchtes, ja, ist dieses Jahr gekauft. Anscheinend hat sich jemand nur noch mal umentschieden, ein anderes zu kaufen, warum auch immer. In dem Sinn auf jeden Fall mega Einschubplätze, also wer ein Gaming-PC bauen möchte, letztendlich dann mit viel Speicher. Der hat hier die Möglichkeit, wirklich viel HDDs einzuschieben, weil sehr viele Einschubplätze dafür vorhanden sind und noch zusätzliche eingebaut werden können. Das heißt also hier wirklich Gaming-Workstation oder je nachdem, wie man es nennen möchte, eben alles machbar, auch RGB und so weiter kann man auch alles machen. Wie gesagt, wer den PC nur so nutzen möchte, hat halt ein großes Gehäuse. Wie gesagt, drei Steckplätze sind schon vorhanden. Die lassen sich noch zwei weitere erweitern. Ja, kostet auch nicht die Welt. Also wer wirklich mega Speicher haben möchte, ja, hier ist wirklich Platz ohne Ende drin. Wie gesagt, Grafikkarte sollte auch kein Problem sein. Ja. Dann legen wir mal los. Blende ist auch unbenutzt, ja, die mache ich gerade auf. Also wie gesagt, neues Netzteil, wahrscheinlich also das Mainboard auch nicht weiter genutzt, ja, also absolut Neuzustand, ja, alles zusammen und unter 400 Euro ist alles zusammen, ja, wer wie gesagt nochmal abquellen will, müsste das Netzteil, sind zwei, die zwei Stecker lösen, also hier oben den Stecker für die CPU und dann nochmal das Mainboard-Stecker, der Stromanschluss, eben die beiden Stecker und dann jeweils nochmal wieder die zwei Stecker wieder reinstecken. Also ich sag mal, also das ist eine Arbeit von einer halben Stunde. Eben mehr muss er nicht und dann kann man auch dementsprechend gleich die Grafikkarte anschließen. Eben ich sag mal, in einer Stunde ist man da locker fertig. So als erstes das Mainboard, ja. Eben immer hier hinten nochmal kontrollieren, ob die Anschlüsse alle schön drin sind, ja. Ob das richtig schön drin steckt, ja. Sieht alles sehr gut aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, also ich sag mal wirklich ein fast geschenkter PC für unter 400 Euro mit einem neuen Be Quiet und neuen X570. Ja. Das ist schon wirklich günstig. Also alles im Kasten und wie gesagt, das Netzteil für den Preis habe ich jetzt nichts anderes da. Man kann erstmal mit dem 3200G kann man erstmal, sage ich mal, gut surfen und vielleicht auch das ein oder andere einfache Spiel kann man vielleicht damit auch spielen. Natürlich jetzt nicht auf hohen Settings oder irgendwas, eben sagt ja auch keiner. Auf jeden Fall könnte man erstmal mit wenig Geld einsteigen und dann nach und nach alles dann einbauen, ja, so wie man das Geld hat. Auf jeden Fall hätte man erstmal einen PC, wo auch alles, sage ich mal, das Mainboard braucht man nicht mehr ausbauen. Ich sag mal, ich würde den Ryzen erstmal drin lassen, die CPU, würde dann erstmal Netzteil und die Grafikkarte oder erstmal vielleicht mit einer 1050, die geht auf jeden Fall erstmal. Damit könnte man schon ein bisschen mehr schon machen und dann vielleicht den Netzteil kaufen und dann die Grafikkarte kaufen und dann, wie gesagt, wer es bei mir kauft, kann auch gerne zu mir wieder kommen und ist kein Problem, das macht ja auch umsonst, das gehört dazu, Alter. So schaut das Ganze jetzt aus. Dann schauen wir, wenn ich alles richtig gemacht habe. Einen Druck. Oh, ich habe alles richtig. Okay. Gleich alles richtig. So sieht's aus. Wunderschönes Gehäuse. Ja. Wie gesagt, die Netzteil lässt sich schnell wechseln. Ich habe jetzt gut eine Stunde habe ich jetzt gebaut. Ja. Also weil ich lasse mir auch Zeit und wir bauen ja nicht nur PCs, ja, wir bauen mal einen PC zusammen, ja, deswegen. So sieht das Ganze jetzt aus. Lüfter sind zwei im Gehäuse verbaut.
So, gut für heute. Dann verabschiede ich mich bei euch. Das war's, ja. Also, das ist ein Base 600, ja. Das kostet normalerweise über 100 €. Wie gesagt, das Mainboard kostet auch, also das zusammen wären so um die 300 € wahrscheinlich. Nur das Mainboard und das Gehäuse werden so um die 300 € sein. Ich verkaufe das unter 400 alles zusammen. Extra Wünsche kann man auch erfüllen, also wenn schon mit Grafikkarte etc. pp. Käme natürlich noch dazu, je nachdem. Netzteil müsste dann noch gewechselt werden, ist auch alles kein Problem. So, damit werde ich mich bei euch für heute verabschieden. Wie gesagt, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Bis bald. Danke fürs Zusehen und Daumen hoch und abonnieren ist kostenlos, mit der Glocke kein Video mehr verpassen und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Tschüss.